Hallo, es geht um dein Liebling, ja? Wie geht es ihm? Was fühlt er? Was denkt er? Was ist sein Leben los? Ja, als Sternzeichen. Jetzt haben wir Waage. Was ist bei Waage los? Weihnacht, aktuelle Energien. Was ist bei diesem Mensch los? Waage. Danke. Bedürfnisse stillen. Oh, ja. Yeah. Schau mal. So ein Charmeur, ne? Er kommt gut bei den Frauen an. Er ist eine gute Frau, Frauenversteher. Es gibt so Menschen, die talentiert sind. Der weiß ganz genau, was die Frauen braucht. Deswegen hier, ja? Stillen. In Stillen macht er das. Bedürfnis stillen. So, das ist deine Lieblingseigenschaft. Eine von den Eigenschaften, die er besitzt. Wenn er bei dir ist, möchte er seine Bedürfnisse stillen. Was ist noch los bei diesem Mensch? Schau mal, er ist nicht ganz ehrlich zu dir. Und er ist sehr aktiv im Liebesbereich. Noch eine Karte, bitte. Oh. In Zukunft wird diese hier, wie er lebt, ihm Kopfschmerzen bereitet, ja, bereiten. Ja? Dann kommt er zur Welt, ja, auf die Welt. Er kommt auf die Welt. Abwarten. Ja? Er wird seine Lehre daraus ziehen, ja? Dass er das nicht mehr machen kann, dass er etwas eine Basis möchte, etwas Ernster möchte, ja? Ja, er möchte einen Neubeginn. Er hat viele Hausaufgaben zu machen, diese Waage. Inneres Kind, viel Gefühlsebene zu abschließen. Deswegen ist er so, wie er ist. Er muss viel an sich arbeiten, ja? Irgendwas passiert in Zukunft, dass er sagt, jetzt, ich möchte nicht mehr eine, ja. Und durch diese Erlebnisse, die erleben wird in Zukunft, kommt positive Veränderung in sein Leben. Verstehst du? Das ist ein Prozess, das dieser Mensch macht. Ja, er ist sehr nachdenklich. Ja? Er ist sehr nachdenklich. Es beschäftigt ihn. Schau mal hier, er fühlt sich allein gelassen, einsamer, ja, einsam, weil das mit Vergangenheit verbunden ist. Er hat nicht alles verarbeitet, seine Gefühle, inneres Kind, ja, er hat Kummer, ja, weil er muss aus diesem Kreis, wiederholenden Kreis brechen. Positive Veränderung. Jemand unterstützt ihn, ein Helfer. Kann auch Beharrlichkeit. Er möchte sich verändern. Er wird auch dran bleiben. Ja? Aber es weißt du, woran du bist bei diesem Mensch. Ja? Ich möchte eine Karte hier im Privatbereich für ihn. Oh, der Turm des Aufstiegs, das ist in Zukunft, was ich gemeint habe. Der feurige Mann, er ist leidenschaftlich, Temperament, Stolz, Stärke, Optimismus, Unternehmungslust. Das ist er, ja, das ist er. Ohne Frage. Ja, er wird die Kurve kriegen in seinem Leben. Er merkt, dass er da muss etwas verändern. Ja? Jetzt möchte ich aber eine Karte für dich, wo zuguckt. Für dich, wo zuguckt, möchte ich eine Karte machen.
Entschuldigung. Eine Botschaft für die Liebe, für dich, die zuguckt, hier für Waage. Wo zuguckt, eine Liebesbotschaft. Oh, schau mal. Neue Liebe, wow. Neue Liebe, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgefüllt. Oh mein Gott, wenn nicht mit dieser Liebling ist, mit jemand anderes, ja? Und noch eine Botschaft allgemein für 2024, und zwar für euch, wo zuguckt. Was ist das für Botschaft? Eine Botschaft für 2024. Okay, Dankeschön. Oh, das ist auf vorherige Sternzeichen gekommen. Schau mal, ich mische die Karte. Du darfst anders sein. Du bist vollkommen so, wie du bist. Ja? Da. Okay. Alles, alles Gute. Der nächste Sternzeichen ist Skorpion. Skorpion ist es. Bye.